Mein Boot, Ihr Boot, Felix sein Boot, Briggs Boot. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grundsand 2 der vergessenen Epoche. Beim letzten Mal haben wir Briggs geholfen, okay, indirekt Briggs geholfen, ja, zu fliehen. Wir haben das Boot repariert und er ist nach Champa geflohen. Wir haben hier nichts mehr zu tun in Alhafra und können somit zurück nach Champa, wo wir herkommen. Hurra! Backtracking! Komm, geh mal weg hier. Ja, heilen brauchen wir uns eh nicht. Huch. Okay. Select war das. So, drehen wir einmal das Boot noch. So, und ab nach Champa. Denn Briggs Großmutter, wir werden uns, ist noch auf der Suche nach ihm und eine sehr große Schmiedin. Und irgendjemand muss ja dafür sorgen, dass der Dreizack repariert wird. Und ja, naja, wir haben ja schließlich noch eine kleine Rechnung mit den beiden offen. Beziehungsweise mit Briggs, er ist uns noch schuldig. Schließlich haben wir dafür gesorgt, dass er fliegen kann. Und so schlimm ist er eigentlich gar nicht. Also an sich ist er eigentlich ein recht cooler Typ. Ja, ein bisschen. Vermeidung lässt nach, ist ja auch okay jetzt. Bald ist es ja nicht mehr. Hallo, Champa. Champa. So, da will ich nochmal eben hin, schnell. Oder haben wir es schon abgeholt? Enthüller. Nein, nicht den Wirbelwind. Na komm. Haben wir es aber schon abgeholt. Champa ist gerade recht entspannt. Obaba ist die letzte Hüterin der Geheimnisse von Ankol, einer seit langem verlorenen Zivilisation. Es gibt nichts, was sie nicht reparieren könnte, egal wie kaputt es sein mag. Sie ist wirklich eine großartige Schmiedin. Ja, da wird's nochmal gesagt. Jetzt muss niemand mehr etwas tun, was er oder sie nicht will. Wir alle schulden Briggs unseren tiefsten Dank. Briggs kam mit einer Riesenladung Essen wieder. Ich war noch niemals so voll. Ich fühle mich einfach großartig. Na, das hört sich doch mal gut an. Diese Kisten sind voller Lebensmittel für das Volk von Champa. Briggs hat sie uns mitgebracht. Kann man auch mal reingucken? Nein. Briggs hat große Hindernisse überwunden, um uns Juwelen und Lebensmittel zu besorgen. Er ist wirklich ein erstaunlicher Anführer. Bezweifle ich, ja. Da oben ist Briggs. Aber wir gehen nochmal kurz schlafen. 72 Münzen, na, geht ja. Das ist ein Kampf. Bei manchen Spielen sind die Übernachtungskosten ja gigantisch. Wie ich das jetzt mal nennen. Ich hoffe, er hat eine angenehme Nacht, gute Reise und sowas. Yo, Briggs! Altes Haus. Wow! Du bist Felix! Was? Wirklich? Das ist Felix? Du bist ja wirklich schrecklich hartnäckig. Briggs, verschwinde hier! Felix ist gekommen, um dich fertig zu machen! Wie war das? Felix, hier? Hallo? Oh nein, es ist wirklich! Ich muss mich sofort von hier verziehen! Ich will eigentlich nur zu deiner Großmutter. Ich will zu deiner Oma! Also gut, ich ergebe mich. Ich kehre nach Alhafra zurück. Aber nur, wenn Briggs auch geht. Warum musst du nur so stur sein? Hör auf, uns nachzulaufen, du grober Rüpel! Ich bin gar nicht deswegen hier. Hallo ihr. Eher kämpfe ich, als wieder ins Gefängnis zu gehen. Komm schon, du Waschlappen. Du bist Felix, nicht wahr? Du bist gekommen, um Briggs festzunehmen. Einfach mal aus reiner Neugierde. Es wäre so viel einfacher, wieder ins Gefängnis zu gehen. Wenn ich mich ergebe, dürfen sie mich nicht verhauen. Ja. Ich werde euch einfach so verhauen. Hallo? Wenn du es wagst, mich anzufassen, beiß ich dir die Nase ab. Hey, du bist noch nicht mal im Alter dafür. Warum haben alle solche Angst vor euch? So hart seht ihr wirklich nicht aus. Ey. Das war jetzt gemein. Bitte, ich will auch nur mich in Ruhe mit euch unterhalten. Hallo, du. Hast du wirklich geglaubt, du könntest den Champa Briggs zu Hause einfallen und ihn kampflos schnappen? Man kann darüber diskutieren.
Lass die Frauen und Kinder in Frieden, sie haben damit nichts zu tun. Na, über die Kinder können wir reden. Aber ich würde jetzt gerne mal langsam ein Großmütterchen finden. Hallo, du. Ach, komm schon, ich mach doch gar nichts, lass mich in Frieden. Jetzt beruhigt euch doch alle mal. Hey, ich bin hier nicht der Böse. Hallo. Och, ah, Mann. Du bist also gekommen, Felix. Geh nicht davon aus, dass ich es dir diesmal so leicht mache. Ist er das, dieser Junge, der mächtige Krieger, von dem du erzählt hast? Ich habe dir doch gesagt, dass er nicht nach viel aussieht, Großmutter. Hast du mir denn gar nicht zugehört? Du sagtest nur, sein Name ist Felix und dass er ein sehr mächtiger Krieger sei. Er sieht nicht nach der Sorte Mensch aus, die Interesse daran hätte, unsere Juwelen zu stehlen. Aber Großmutter, darum geht es doch nicht. Wenn du ihn jetzt nicht vernichtest, bringt er mich weit, weit fort. Dann wirst du mich niemals wiedersehen. Komm schon, Leute, beruhigt euch doch mal. Oh, er scheint kein so böser Junge zu sein, der so etwas tun würde. Wenn er mich wegbringt, wird der arme kleine Eolia so traurig sein. Was sagst du dazu, hm? Oh, jetzt kommt die Babykarte, ja? Oh, das ist nicht fair. Du weißt, dass ich meinen lieben Urenkel nicht ignorieren kann. Und zwar sehe ich nicht ein, warum ausgerechnet ich deinen Hals retten soll, aber der Gedanke, Eolia traurig zu sehen, ist für mich einfach unerträglich. Großmutter, bitte. Na, es ist ungut. Hört mir gut zu. Ihr habt keine Ahnung, auf was ihr euch da einlasst. Es wäre besser, wenn ihr eure abzieht. Okay. Das ist eine weise Entscheidung. Du scheinst sehr vernünftig, sehr vernünftiger Junge zu sein. Vernünftige Jungen leben länger. Tschüss. Ein Nachschlag gefällig. Okay, jetzt hauen wir auf die Nase. Wenn es nicht viel eher wäre, würde ich das hier nicht tun. Tut mir leid, du scheinst ein sehr netter Junge zu sein. Aber ich kann nicht zulassen, dass du mir meinen Briggs wegnimmst. Also gut, hört mir gut zu. Ihr habt keine Ahnung, was ihr euch da einlasst. Ja, nein. Ein Stock ab, wie? Nun gut. Um deine Sturheit auszutreiben, habe ich die passende Medizin parat. Und glaube mir, sie wird sehr bitter sein. Herz der Erde, Zorn des Schmiedefeuers gewährt mir eure Kraft. Na, oh, kleines Kuschelbärchen oder was? Oder auch nicht. Ein nächster Bossfeuer, der rar wie man da erscheint. Egal, wir brezeln einfach drauf. Mit unserer altbewährten Taktik. Lehm. Kohle. Dunst auf dich. Dampf. So. So, können wir machen wir mal unsichtbar. Sieh doch. Bisschen schwächer auf der Brust als die anderen. So, einmal den verlangsamen. Man kennt die Taktik. Feuersegen sollte nicht mehr allzu weh tun. Oder auch doch. Feuersegen auch. Halten Sie mal bitte mal auf. Weiter geht's. Blüte. Einmal heilen. Asche. Wolke. Rodem. Oh. So viel KP hätte er, glaube ich, auch nicht. Ich glaube 4000. Ich glaube 4000. Rodem! 124, 47 geht ja noch. Felix, du frisst aber ordentlich momentan. Warum? Redox, du den mal. Du kriegst noch den mit. Frische. Das ist eine ganz einfache Methode. Gegenangriff. Warum zum Verteidigungsboosten nochmal. Frische! 183 Schaden. Und Verteidigung sinkt. Feuerwalze.
Felix. Da kam der Konterangriff. Wächter, er boostet sich selber. Wusste gar nicht, dass er das kann. Stahl. Sparen. Nein. Ich habe keine Heilung mehr. Muss die Runde einfach nur überleben. Sparen. Fauch oder Blitz. Born auf Jenna. Du gehst eher drauf gleich. So, Attacke steigt nochmal. Stahl! Und Felix hält nochmal KP. Ja, passt auch super. 35 Schaden und Sternenmine. Das wird. Au, au! Cosma! Echo. Kanone. Nehmen wir den Mentalring einmal ganz kurz. Wir brauchen die Heilung. Nehmen wir Umbra nochmal. Umbra schon mal benutzt? Ich glaube nicht. Schutzaura. Nochmal KP auffüllen. Kanone! Echo! Das könnte wieder wehtun. Na, sieht gut aus. Feuersegen. Okay, der Schaden sinkt. Felix Geschwindigkeit normalisiert sich wieder. Okay, die Geschwindigkeiten sind wieder normal. Das heißt, wir können anfangen zu beschwören. Wir machen erstmal ein Gericht. Ich weiß gar nicht, was wir servieren sollen. Odysseus oder Meteor? Wir machen mal Odysseus. Ganz Procne oder Thor? Wie viele sind hier auf Standby? Und wenn ich Odysseus mache. Ah, okay. Das ist nur Aaron. Okay. Das ist Merkurs gewesen. Das heißt, du kannst in Ruhe Thor schwören. Du rufst dann Neptunoid? Nein. Schwörst du nochmal Odysseus? Wir machen Gargus. Los, Thor! Britzlin! 743 Schaden, sweet. Gericht! Einmal heiß serviert. Batz. 708 Schaden. Odysseus! Das sieht aber nicht nach Odysseus aus. Au. Das sieht aber weh. Das sieht schmerzhaft aus. 413 Schaden. Na, es geht. Wasserkraft steigt, Feuerkraft steigt. Ja. Feuersegen sollten wir überleben. Oh, Cosma. So, wir sind auf Standby. Was habe ich denn für Psynergien? Ragnarök. Warte mal. Heil Cosma mal bitte. Du hast deine Heilung nicht. Ich könnte die weiße Haube nehmen. Ja, nehmen wir die weiße Haube. Nein, das ist so blöd. So, Segnung auf Cosma. Natterndunst. Du kannst nochmal einen Odysseus beschwören oder einen Boreas. Blödsinn.
Du nimmst Fauch und du rufst Boreas. Oh, Fauch. Vergiftet? Na, schade nicht. 107 Schaden. Oh, okay. Er ist besiegt. ja. Wir haben schon Sorgen gemacht. Das war's aber für diese Folge mit Golden Sun 2, der vergessene Epoche. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.